So, und weiter geht's mit den Let's Play von Super Luigi 64. Wir gehen dann gleich mal wieder zurück in die Wüste und machen weiter. Auf der Pyramide. Bong. So, ich glaube, wir müssen jetzt nach oben auf die Pyramide. Das war recht knapp hier. Ich hoffe, dass es nicht nochmal passiert. Oh, das war, glaube ich, nicht so schlau. Naja, was soll's, wir sind wieder draußen. Nein, 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 nein. Das gibt es einfach nicht. Wir sind Game Over? Das ist echt fies. Gehen wir gleich nochmal rein. So, oh, da brennt ein Licht. Wo sind wir denn nun? Eine Bonuswelt. In der Windmützenkurs. Sind wir nun. Und wir fliegen jetzt hier ein paar Runden rum. Und genießen die Landschaft. Und sammeln dabei ein paar rote Münzen ein. Oder auch nicht. So knapp haben wir auch den Schalter. Und das ist unser zweiter Schalter, den wir aktiviert haben. Das ist auch sehr schön. Jetzt können wir nämlich diesen Block aktivieren. Mit dieser Mütze. Los geht's. Und dann sind wir schon wieder zurück. Jetzt werden wir mal in die Welt hier gehen. In die sogenannte sagenhaften Welt, wo es viel Wasser gibt. Genau, ins Aquarium. Wir gehen jetzt ins Aquarium. Wir gehen jetzt ins Aquarium. Wir gehen jetzt ins Aquarium. Jetzt wird es mal viel zu doof. Ich gehe jetzt so. So, ich glaube, hier müssen wir wieder rote Münzen sammeln. Und das wird garantiert einfach. Yep, das wird sehr einfach. Und sind wohl gleich fertig. Ist irgendwie schön so unter Wasser. Jupp, es ist wirklich schön hier unter Wasser. Unter Wasser ist es immer schön. Und da ist unser nächster Stern bei den Fischis. Und schon wieder haben wir was geschafft. Und das ist jetzt unser 18. Stern. So, jetzt gehen wir aber mal in die echte Wasserwelt mit dem versunkenen Schiff.
Dann seht ihr, dass man die Metalldings wieder benutzen kann. Das war jetzt eigentlich sehr unnötig, aber egal. Diese Welt ist sehr schön, finde ich. Ja, besonders unter Wasser. Nein, ich wollte doch ins Schiff, aber was soll's. Und da guckt auch schon ein Aal raus. Kriegen wir den irgendwie hier raus? Guck mal, hier schwimmt ein Leckerhappen. Der jetzt einmal Luft schnappen geht. Wie hält er eigentlich den Druckstand? Oder auf einmal ist der Aal draußen. Merkwürdig. Oh, ein Puzzle. Das wird spaßig. Ist es das? Nein. Ist es das? Nein. Dann muss es wohl der sein. Und die Luft wird hier langsam knapp. Auch nicht. Scheiße. Jetzt müssen wir aber schnell Luft schnappen. Wir ersticken hier gleich. Und da sind wir schon wieder tot. Ja, ist sehr ärgerlich. Natürlich will ich nochmal den Kurs. So, dann gehen wir mal schnell zurück zu der Sprungposition. Jetzt springen wir mal wieder ins Wasser. Und den Aal locken wir bestimmt noch mal raus hier. Inzwischen muss der Aal wohl bestimmt schon wieder draußen sein. Und wir schwimmen mal schnell wieder zurück. Jupp, der Aal war eben links zu sehen. Und wir gehen jetzt mal schnell rein. Und jetzt wissen wir garantiert, welches Kästchen das erste ist. So, das Kästchen, dann kommt bestimmt das hier. Ich hab langsam die Schnauze voll von diesen Elektroschocken. Nochmal dieses gleiche Schloss aufmachen. Ich aber keinen Elektroschock bekommen wollen. Nur Luftbläschen. Dann muss es wohl dieses Schloss sein. Ja. Und dann muss es dieses Schloss sein. Und dann muss es das hier wohl sein. Und das einzige auch. Und wir haben es geschafft. Wir schwimmen noch mal schnell. Da kommt das Wasser runter. Wie Erdbeben. Und wir sind jetzt schön frei hier. Und wir haben es.
es geschafft, unseren nächsten Stern zu bekommen. Jawohl. Und das war's auch schon wieder mit diesem Let's Play. Wir sehen uns im nächsten. Und ich sag schon mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bei Super Luigi 64.